Servus und herzlich willkommen aus unserem Trainingslager, liebe FCH-Fans. Wir sind in Weiler, genauer gesagt im Hotel Tannenhof. Und wir haben uns gedacht, naja, das wird ja mal ganz gut passen, jetzt einen neuen Talk mit Tim aufzunehmen. Denn wir haben einen Interviewpartner für euch vorbereitet, von dem ihr sicherlich noch nicht so viel gehört habt. Denn er ist ein neuer Spieler beim FCH und macht sein erstes Trainingslager mit der Mannschaft. Damit ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Andi Geipel. Sehr schön, dich zu sehen. Wir haben ja gerade eben schon ein paar Trainingsbilder von dir gesehen. Wie sind denn deine ersten Eindrücke des Trainingslagers? Ja, super. Muss ich sagen, von Anfang an echt top. Hotel ist sensationell. Trainingsbedingungen sind gut. Das Wetter ist top. Also es ist alles super. Und ich bin bisher ja, sehr begeistert. Sind die Beine schon schwer nach ein paar Tagen oder ist man das als gestandener Profi auch schon irgendwie ein bisschen gewöhnt? Ja, schwer sind sie natürlich. Gerade jetzt nach dem heutigen Tag waren jetzt 2 Einheiten heute bei den Temperaturen. Sind die Beine natürlich schwer, aber da muss man halt schauen, dass man einfach schnellstmöglich wieder regeneriert und ja, dann eben in den nächsten Tag startet. Welchen Faktor spielen die Temperaturen? Das kennt man ja eigentlich aus den Trainingslagern nicht, denn normalerweise finden die ja viel, viel früher statt. Ja klar, aber wie gesagt, die Temperaturen, da müssen wir uns einfach dran gewöhnen, weil wir können jetzt auch nicht sagen, wenn ein Spiel ist und es hat 30 Grad, ja, wir spielen jetzt nicht, weil es so warm ist. Von dem her ist es jetzt vielleicht gar nicht ganz schlecht, dass die Temperaturen so sind. Ja, und von dem her müssen wir das annehmen und einfach trotzdem weiterhin Gas geben. Ich habe gerade eben schon angesprochen, du hast schon einiges an Erfahrung im Profibereich sammeln können, über 130 Profispiele. Der FCH befindet sich ja im Moment in einem kleinen Umbruch. Sehr viele junge Spieler sind auch gekommen. Wie wichtig, denkst du, ist es da dann auch, etablierte, erfahrene Profis ja, in die Mannschaft zu integrieren? Ja, ich denke schon. Sehr wichtig, weil einfach ja, die oder andere Erfahrung, die man einfach als älterer Spieler schon hat, den jungen Spieler einfach mitgeben kann. Und klar, junge, willige Spieler sind immer gut. Ich sage, erfahrene, willige Spieler sind auch gut. Also ich glaube, die Mischung macht es einfach aus. Von dem her, glaube ich, ist es im Moment her, ja, ganz gut. Ein Großteil deiner Karriere hast du für den SSV Jahn Regensburg gespielt. Da hast du ja auch das ein oder andere Mal schon gegen den FCH gespielt. Wie war da immer dein Eindruck vom FCH und vielleicht auch von der Stimmung, vor allem bei den Auswärtsspielen in der Ford Arena? Ja, die Stimmung, die war immer gut und bei den Spielen, das war immer ja, ein Kampf auf Augenhöhe. Die Spiele haben wir, ja, die Punktspiele haben wir oftmals für uns entschieden. Im Pokal ist es mir anders ausgegangen. Und ja, wie gesagt, das ist einfach, war immer ein Spiel auf Messerschneide und ja, es waren immer Top-Duelle. Also ich habe mich immer gefreut, wenn ich einfach gegen Heidenheim spielen habe dürfen, ob auswärts oder dann eben auch daheim. Aber wie gesagt, es war immer ein Fight und ja, hat mir gefallen. Macht das vielleicht den FCA auch aus, dass es wirklich eine kampfstarke Mannschaft ist? Ja, absolut. Ich glaube, wenn man jetzt gerade die letzten Jahre so verfolgt hat, ist es einfach eine kampfstarke, laufstarke Mannschaft, die sich einfach auch in jeden Zweikampf reinhaut, die, ja, wo jeder für jeden einfach kämpft, wenn einer mal einen Fehler macht, der andere dann ausbügelt. Und von dem her ist es gut. War das für dich auch einer der Gründe für den Wechsel? Ja, absolut. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich einfach, ja, nochmal was probieren wollte, ob ich mich einfach woanders durchsetzen kann, weil ich jetzt doch eine Zeit in Regensburg war. Und ja, so vom Spielstil her passt das, glaube ich, sehr gut auf mich. Oder passe ich ja gut rein. Und von dem her ist die Entscheidung absolut richtig gewesen. Die Entscheidung war ja schon relativ früh publik und danach hast du ja tatsächlich auch nochmal gegen den FCH gespielt. Nimm uns da mal mit, nimm mal die Fans mit. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann auf dem Platz steht und weiß, ach, das sind ja eigentlich meine zukünftigen Teammitglieder? Ja, ich muss sagen, es war ein komisches Gefühl, weil ja, es war klar, dass ich nächste Saison eben für Heidenheim auflaufen werde und es ist nur um einiges gegangen, aber trotzdem muss man da einfach so viel Profi sein und so professionell sein, dass man einfach, ich war noch bei Regensburg unter Vertrag gestanden und habe da einfach noch Gas gegeben die ganze Saison über und eben seit 1.7. jetzt für Heidenheim und werde da jetzt halt Gas geben dafür.
Wir haben schon gesagt, der Wechsel wurde sehr, sehr schnell öffentlich. Woran lag das? Waren die Gespräche tatsächlich so gut, dass man sich so früh einig war? Und dann hat man einfach gesagt, okay, jetzt hauen wir es mal raus. Ja, die Gespräche waren super, ob mit Trainer oder mit Herrn Sanwald. Die waren echt optimal und das waren mehrere Gespräche, was wir da geführt haben. Und ich habe mich dann auch mit meiner Familie, mit meiner Frau einfach darüber unterhalten, was wir machen, was einfach sinnvoll ist. Und nachdem es einfach von der Heimat jetzt nicht so weit weg ist, haben wir gesagt, machen wir das, einfach nochmal was Neues probieren, nochmal eine neue Aufgabe angehen und ja, schauen wir dann, was am Ende rauskommt. Wie lange bist du denn jetzt schon in Heidenheim? Hattest du vielleicht auch schon die Möglichkeit, dir die Stadt anzuschauen? Wie gefällt es dir? Ja, tatsächlich bin ich schon ein bisschen länger jetzt in Heidenheim. Umzogen sind wir am 1.7., also fest sind wir dann umzogen. Und wir haben schon einiges gesehen. Es gibt natürlich noch einiges, was wir besichtigen müssen. Aber klar, die Lokalitäten haben wir schon begutachten können und einfach essen können. Und ja, einfach so drumherum, das haben wir schon, den Tierpark haben wir schon gesehen oder den Naturpark da oben. Also von dem her ist es echt super und auf den Kleinen ist es gut. Dann lass uns doch mal auf eine kleine Besonderheit schauen, deinen Spitznamen. Viele nennen dich ja auch Sepp. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, den Spitznamen habe ich tatsächlich schon in der Jugend gekriegt, damals bei 60 München noch. Weil mein Papa eigentlich in jedem Spiel dabei war, in jedem Punktspiel. Und ich halt damals schon sehr, oder gleich wie der Papa ausgeschaut habe, also sehr identisch ausgeschaut habe. Und da ist eben, mein Papa heißt Josef und eben auch Sepp. Und da ist dann zu dem Spitznamen gekommen und dann ist der, als ich nach Regensburg gewechselt bin, ist der Spitzname dann mitgekommen. Weil dann auch ein paar Spieler in Regensburg gespielt haben, die mit mir in der Jugend schon gespielt haben. Und die dann eben den Spitznamen gekannt haben und den dann auch in die Mannschaft so reingebracht haben. Und der Papa dann auch öfters auch da war und ich halt tatsächlich auch ausschaue wie mein Papa. Und jetzt in Heidenheim ist es tatsächlich so gewesen, dass wir mit Regensburg hier gespielt haben und ich glaube, der Bene Gimber hat mit dem Coach dann kurz gesprochen und hat dann eben gesagt, dass ich mit Spitznamen Sepp heiße. Und so ist es dann eben zu dem Spitznamen jetzt in Heidenheim schon gekommen. Dann lass uns als letzte Frage vielleicht nochmal kurz auf Sportliche schauen. Die neue Saison ist ja gar nicht mehr so weit weg. Mit welchen Ambitionen gehst du denn oder geht die Mannschaft in die neue Spielzeit? Ja gut, ich gehe mit den Ambitionen rein, dass ich der Mannschaft einfach helfen will, dass ich schaue, dass ich spiele. Wie gesagt, wenn ich meine Leistung bringe, hoffe ich, dass ich einfach spiele. Und wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir gut in die Saison starten, dass wir schnellstmöglich die Punkte sammeln, die wir brauchen. Und dann einfach von Spiel zu Spiel schauen. Ja, von Spiel zu Spiel schauen, das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Ansatz. Wir haben schon echt super interessante Sachen über dich erfahren dürfen. Und das ist natürlich auch für euch super. Deswegen natürlich wie beim letzten Mal auch schon, wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig den Daumen nach oben da oder schreibt ruhig einen Kommentar. Und ganz wichtig natürlich, vor allem jetzt, wo wir im Trainingslager sind, bleibt auf jeden Fall dran am Ball, denn in unseren sozialen Medien, da erfahrt ihr jeden Tag das Neueste. In dem Sinne sage ich bis dahin und macht's gut. Euer Tim. Ciao.